Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Fantasy Generate 2. Wir plündern immer noch Krells Landing und es sind plötzlich hier Echsenwesen aufgetaucht. Also die haben ja hier echt ein großes Problem. Ist das vielleicht der Grund, warum die Armee nach Süden gezogen ist? Um gegen sie zu kämpfen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das unsere Freunde sind. Oh, die Banditen sind es hier. Oh oh. Okay, sehr, sehr seltsame Dinge geschehen jetzt hier gerade eben. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal... Oh Gott, ich kann... Aber sehr gut, das war wichtig, dass ich jetzt hier ranmarschieren kann, um diesen Move hier zu machen. Wir können jetzt auch zaubern und ich habe vor, erstmal diese Einheit jetzt hier hart zu bedrängen. Zack! Die wird jetzt ja auch verflucht, wie ihr seht, ne? Bekommt jetzt also ab jetzt mehr Schaden. Kann jetzt von uns hier schon mal angeschossen werden. Und wird jetzt hier von den Speerkämpferinnen einfach ausgelöscht. So. Das nennt man Combination. Was ihr das noch machen könnt, ist dahin gehen und dahin gehen und angreifen. Zack. Dann gehst du noch dahin, schießt da drauf. Die Flieger ignorieren wir jetzt einfach gerade eben mal. Die sind maximal lästig. So, ihr regeneriert hier. Dieses Teil braucht ihr nicht mehr. Wir haben gelernt, es ist Schwachsinn. So, da gibt es jetzt wieder mal eine Höhle. Zwei Rüstungen. Boah, was es hier nicht alles gibt, ey. Das ist ja Schlaraffia hier. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich froh, hier zu sein. Wollen wir die hier töten oder die hier töten? Die schießen, glaube ich, zurück. Die auch. Beide schießen sie zurück. Egal, ich hau hinten mal die an. Hat einige von ihnen schon mal gekillt. Also jedes einzelne Modell hat denen weniger Lebenspunkte. Und ihre Moral ist auch sehr gering. Was sie ein bisschen anfälliger macht. So, ihr regeneriert, du regenerierst es hier auch nochmal. Du nur sofort. Oh, was ist das? Führung der Ahnen. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die Einheit ruft die Ahnen auf, sodass sie... Das kostet 2 Mana. Liegt das in diesem... Ne, das können sie einfach nur so. Eine Reichweite von 10 sorgt dafür, dass man plus 3 Moral und plus 2... Boah, das sind nicht nur Tanks, die können auch andere zu Tanks machen. Holy crap. Haben wir geiles Zeug hier zur Verfügung. Oh. Ich habe so das Gefühl, dass die hier die schlimmsten Albträume für diese kleinen Viecher sind hier. Ihr zieht euch hier hinten hin zurück. Um euch kümmern wir uns gleich. So, warte mal. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, ne? Denn wir haben diese Rüstungen gefunden. Ich gucke es gerade mal. Kann ich mit euch noch irgendetwas machen? Denn euch, genau, euch hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne auch noch zu diesen Typen hier gemacht. Stimmt, das hier sind die, die ewig schießen können. So, wir machen jetzt erstmal das da. Zack. Ich kann sie direkt aufwerten zu... Der Bruderschaft des Raben. Eine Reichweite habt ihr? Die haben nur eine Reichweite von 2. Okay, also das heißt, die, es würde vielleicht Sinn machen, diese Einheit... Warte mal, jetzt haben wir... Ich habe jetzt einen doppelten Upgrade gemacht, ne? Eigentlich ein ziemlich krasser Move. Ich nehme euch mal hier diesen Bogen weg und gebe es dieser Einheit. Begründung. Diese Einheit kann immer beliebig viele Defensivsalven durchführen. Und ich möchte herausfinden, warum man verbündete Einheiten, die in der Schlacht unterstützen, indem sie den Salve auf jeden Angreifer fordert. Das, also es steht nicht dran, dass man mit ihnen quasi in Kontakt sein muss. Und eine Reichweite von 3 würden die halt einfach tuk, 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 in alle Richtungen wie so ein MG feuern. Und das möchte ich hier dann doch mal gerne getestet haben, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bei den Jungs hier bin ich mir noch nicht sicher, was ich mit denen mache. Die haben hier momentan den Armschutz der Wolfsmutter. Auch die könnte man hier upgraden und es wäre alles andere als dumm. Denn die würden noch mehr Schaden machen. Auch abgegradet. So. Kam ja, war ja auch der Befehl von Farlerson, ne? Gebt den Männern die Ausrüstung. Sonst schlecht. Damit wir es hier ein bisschen leichter haben. Die haben sich jetzt hier gegenseitig ausgelöscht. Und noch eine ganze Menge Fliegerchen an. Seht ihr, was ich meine? Das hat sich jetzt schon gelohnt. Was machen die denn? Ach, die werden immer noch beschossen von den Dingens.
Okay, du marschierst jetzt hardcore hier in diesen Wald. Du verfolgst sie. Ich will jetzt wissen, was in diesem Wald sich hier alles versteckt. Da sind's die Lumpen. So, dann geht ihr nämlich jetzt schon mal da drauf und plündert den Laden hier. Und ihr könnt, glaube ich, werfen und noch plündern. Genau, das geht nämlich interessanterweise unabhängig voneinander. Hier ist gerade eben nichts zu sehen. Ihr geht dahin. Du regenerierst ja ohnehin nebenbei. Und die haben jetzt eine echt fette Reichweite. Hohoho. Und die können immer reagieren. Zumindest wenn meine Idee aufgeht. Will die auf jeden Fall hier nochmal die buffen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal die Flieger abschießen. Zack. Nee, das muss jemand machen, der mehr tanky ist. So. Und ihr macht jetzt hier das Ende von denen klar. Und könnt plündern. So, dann bleibt der Trupp noch hier für den Buff. Und wir können ihn wieder nur beenden. Flieger wollen sie zurückziehen. Das ist auch nur eine Ebene. Hier ist jetzt wieder Siedlung, Siedlung, Siedlung. Wald. Also wir sind ja auch schon fast unten. Dieses Mal werden wir eine fette Belohnung bekommen, wenn ich mir das hier so anschaue. Es gab nochmal 3 Waffen und 2 Rüstungen. Wow! Jetzt. Okay, ganz im Ernst, jetzt holen die Entwickler all das nach, was sie uns vorher nicht gegönnt haben. Wir sind durch eine harte Schule gegangen, aber nun werden wir entschädigt oder so in der Art. Du gehst jetzt mal daran. Sieh mal einer an. Da sind viel weniger Soldaten, als ich erwartet hätte. Anscheinend sind die Berichte wahr und die Hälfte der Armee ist weg. Oh, und da ist Gerios, der Schnitter. Der Feind steht vor den Mauern, Männer. Wir werden ihn aufhalten, koste es, was es wolle. Keiner dieser Barbaren wird einen Fuß in diese Stadt setzen. Tötet jeden einzelnen von ihnen und spießt ihre Köpfe auf Speeren auf, damit die ganze Welt sie sehen kann. Wenn sich jemand vor seiner Pflicht gegenüber unserem Imperium drückt, werde ich denjenigen eigenhändig den Kopf abschlagen. Ein charmantes Kerlchen. Ich wette, diese Männer lieben ihn innig. Er wird seine Männer nicht ewig mit Angst knuten können. Was, knuten? Das habe ich auch noch nie gelesen. Eine Armee, die Angst hat, ist bereits halb gebrochen. Also lasst uns die Armee gänzlich brechen. Gerios, deine Stadt ist geschwächt und wird vom Sonnenuntergang fallen. Wenn ihr jetzt geht, werden wir euch verschonen. Du wagst es, deine Stimme gegen einen imperialen Magistrat zu erheben? Du Barbarenhund! Ich werde meinen Männern befehlen, deine Beine abzuhacken und den Rest deines Körpers nach Hause in deine Dreckshütte zu schicken, wo du im Schlamm herumkriechen kannst. Unser Leben gehört dem Imperium. Du hast nicht das Recht, uns zu verschonen. Tod vor Schande! Redegewandt ist er ja, das muss man ihm lassen. Nun gut, du hast deine Wahl getroffen. Dann bereite dich auf den Tod vor. Ja, das wird er wohl hoffentlich jetzt gleich tun, denn viel mehr Möglichkeiten werden ihm nicht bleiben. Du musst jetzt wieder dahin rücken, denn wir können jetzt leider die Position nicht zumachen. Du regenerierst hier nochmal in Anbetracht dessen, was wir jetzt hier gleich erleben werden. Ihr habt ja gerade eben schon das da gemacht. Bitte nochmal die Flieger hier ausmerzen. Wir müssen mit dir noch dahin. Zack. Du gehst dahin. Unangenehmes Gefiech hier. So. Und ausschalten. Miau. Andersrum wäre schlauer gewesen, sind wir mal ehrlich. Oh, die haben ein Level abbekommen. Nice, sind sie auch Level 5 geworden. Hier unten gibt es aber auch noch irgendwie einen Turm und noch eine weitere Siedlung. Und nochmal ein Lager. Also ich habe nicht vor, das da unten jetzt hier verkommen zu lassen.
Bestimmt nicht. So, jetzt können wir die hier vielleicht noch angehen. Wir sehen sie ja noch. Ich plündere mal das Lager hier. Ha! Was habe ich bekommen? Eine kostenlose Einheit. Freiwillige, warte mal. Ey, die darf ich sogar komplett behalten. Wie geil ist das denn? Eine kostenlose Einheit Freiwilliger. Ich gehe mal auf diesen Messerjockel. Gut, Runde beenden. Also sie haben auf jeden Fall einiges an Truppen hier und da ist dieser komische Gerion, der ein Transmutierer ist. Uiuiui, ich muss echt aufpassen, das hat einiges an Schaden verursacht. Die Fernkampfschadensreduktion von Farlisson ist nicht so super. Dafür gibt es andere Einheiten. Ja, noch ein Transmutierer. Hä? Okay, es ist zum Glück nicht meine Einheit gewesen. Okay, ihr Jungs, warte mal, ihr, oh scheiße, ihr könnt da gar nicht hin. Muss jetzt hier erstmal so ein bisschen in Deckung gehen mit dieser neuen Einheit. Du gehst dahin, dann kannst du nächste Runde angreifen. Warte mal, das kostet mich auch wieder Mana, das zu tun. Hier müssen wir jetzt erstmal näher ran, um dann wiederum einen Zugriffspunkt zu ermöglichen. Ach, das geht jetzt schon wieder nicht, weil diese blöden Flieger in der Luft sind. Ich wusste, dass so eine Luftwaffe dafür sorgt, dass man nicht angreifen kann, ey. So, daran. Er muss jetzt erstmal wieder. Nee, warte mal, er gibt es erstmal sich erstmal. Hier sein Lager. Ich schlage jetzt einfach das Lager auf. Das gibt ihm nochmal Schadensresistenz. Noch mehr Schadensresistenz. Noch mehr Rüstung. Und ich habe Rüstung 9. Das ist nicht so gut. Da kann er angreifen. Da kann er angreifen. Das ist gut. So. Gut. Wie weit können die schießen? Die können auch, glaube ich, die können nur 2 Felder weit schießen, die normalen Bogenschützen. Da ist nochmal eine Ruine, die ich auch plündern will. Galöppel mal da hin und guck mal, was da ist. Eine Menge Gedöns. Und da ist auch nochmal eine ganze Menge an Gegnern. Okidoki. Wir greifen das mal da an. Diese olle Defensivsalve da. Du gehst dahin. Ulna geht dahin. Oh Mann. Diese Wolfsmutter. Ich habe meine Wolfsmami verloren. Nee, da ist sie doch. Ich kann auf die da oben schießen. Du knüppelst jetzt hier drauf. Sturmangriff wurde gebrochen. Ja, das macht nichts, aber die machen jetzt ja auch gleich weniger Schaden. Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, ob ich die einsetzen will, denn ihr seht, der Schaden ist beträchtlich, den die behalten erhalten würden. Ich stell die einfach nur schützend davor. Ne, hier können wir nichts mehr machen. Oh, die Geister. Farlisson müssen wir gleich zurückziehen. Irgendwo gab es jetzt einen Nahkampf. Hier gab es einen Nahkampf, genau. Ich muss jetzt echt auf diese Trolle wieder aufpassen. Zum Glück ist dieses Teil. Oh, warte mal. Das Ding auf die Distanz zu zerstören wäre auch eine nette Angelegenheit. Das würde nämlich alle hier drumherum schädigen. Gemein ist, die sind mal wieder auf einer Insel. Das Beste wäre eigentlich von der Seite aus anzugreifen. Autschi. Hui. Okay, also Farlisson, du fällst jetzt erstmal zurück, nicht dass du mir stirbst. Nach wie vor müssen wir erstmal die feindliche
nennen wir es Luftwaffe ausschalten. Du gehst noch da mit hin, hilfst jetzt dir auszuschalten. Die sind jetzt hier weg. Genau, jetzt können wir dir noch angreifen. Die sind damit jetzt auch weg. Dann kommt Schwesterchen darüber. Die Einheit soll sich kurz mal hier heilen. Es wird nicht so leicht, wie ich es gedacht habe. Schießen wir mal den da ab. Und eigentlich müssten die jetzt auf alles reagieren können, ne? Wenn ich jetzt mich nicht völlig vertan habe. Also, es ist einfach nur eine Vermutung, dass sie jetzt einfach auf alles reagieren müssten. Weil es stand nicht dran, also es steht ja glaube ich nicht dran, dass man das... Die eine hat kann an... Ach nee, angrenzende Verbündete. Okay, ist ein angrenzende Verbündete. Okay. Dann habe ich mich doch total verlesen und geirrt. Da war wohl der Wunschtraum größer als die Realität. Ihr geht noch dahin und könnt noch da drauf schmeißen. Du heilst dich auch nochmal ganz, ganz kurz, weil es gerade eben Sinn macht. Du greifst da noch an und greifst da noch an. Du kannst es hier auslöschen und plündern. Hier wurde gerade eben nochmal jemand gelevelupt. Sehr gut. Und ihr Mädels macht das, was ihr am besten könnt, einen Verteidigungswall. Ihr sorgt dafür, dass ihr noch weniger Schaden bekommt. Jetzt habt ihr nämlich hier 71% körperliche Schadensreduktion und dann noch einmal Befestigungsschadensreduktion. Jemand muss den Feind da einfach halten. Du bleibst da, du Geist, auch wenn du an der Stelle wahrscheinlich jetzt sterben wirst. Aber irgendeiner muss eventuell auch einfach den Gegner ein bisschen ablenken. So, überspringen und weiter geht's. Ja, das war der Geist. Ja. Der Turm ist auch gleich unser. Was ist da noch? Da ist nochmal ein Lager. Da könnte ich jetzt eigentlich gleich noch mit jemandem hingehen. Au! Oh, bitte sterbt nicht. Das wäre sehr lästig. Run! Oh, es gab nochmal 101 Gold. Was ist denn das da? Feldlager eingenommen durch das Imperium. Ach so. Das da passiert da gerade eben. So, das wäre jetzt ein Mana-Teil. Wie lange hält denn dieser Zauber eigentlich? Hoffentlich lang genug, dass ihr mehr oder weniger unsterblich werdet. Führung der Ahnen. Was haben die jetzt schon dreimal drauf? Ach, das haben die von alleine schon. Okay, das war mir nicht ganz klar. Also, du musst dich heilen. Ich habe das Gefühl, dass es einfach keinen Sinn macht, diese Einheiten. Naja. Früher oder später werden wir sie ausgeschaltet bekommen. Vielleicht spätestens jetzt. Nein, sie können nicht weit genug schießen. Sie können aber nicht weit genug schießen. Diese Versagereinheiten. Ailsa. Wir brauchen dich jetzt hier. Zack. Liegerchen weg. Liegerchen weg. Dich überspringen wir. Mit dir werfen wir Untote, ne? Die können wir schon mal so anschwächen. Bam, bam. Ihr regeneriert jetzt hier kurz mal. Du holst jetzt das da drüben, was auch immer das ist. Und diese Männer wollen... Ach, die Männer wollen helfen. Ah, wir haben es hier... Was? Imperiale? Wurfspeer-Fuzis? Okay. Aber auch keine Einheit, die wir upgraden können. Ich verstehe das nicht. Attacke. Du schießt dir da ab. Kommst an dir ja nicht ran, also kannst du auch nochmal zuschlagen.
Da kommen jetzt die anderen rasenden Typen. Ihr könnt gerade eben nichts machen. Nichts, nichts, nichts. Zug beenden. Oh, Elsa. Down sind sie. Ey, ohne Witz, die macht. Das Scheißteil macht AOE. Im Moment, wo ich eigentlich aussteigen will und sage, nee, nee, so haben wir nicht gemeldet, keinen Bock auf die Scheiße. Okay, die lasse ich jetzt hier ranströmen. Unser Feldlager wurde wieder eingenommen. So, die sind jetzt hier bedrängt. Hier mit Farlison hier ran. Was für eine Moral haben die? Leider ist die Moral viel zu hoch als das, was ich mir darunter versprochen habe, von dem, was es geheißen hat. So, ja, von wegen, oh, die sind ja schon fast gebrochen und so. Nee, sind sie nicht. Sind sie leider nicht. Du gehst dahin. Du kannst da auch nur so hin. Da drauf. Eine Reichweite hast du, du hast auch nur zwei. Immer noch dahin. Du könntest den hier ausschalten. Du könntest hier auch ausschalten. Das machen wir doch jetzt mal glatt hier. Dann schießt du noch da drauf. Versis nutzen wir jetzt auch noch für diesen Angriff. Wir plündern jetzt diesen Teil der Stadt auch noch. Ihr regeneriert euch. Ihr schleudert hier weiter, denn der Feind versucht sich auszuruhen, aber das lassen wir einfach nicht zu. Du regenerierst dich hier, ihr nehmt das hier für mich ein, dann sehe ich noch ein bisschen mehr. Ja, aber hier ist nicht viel. Also, zurück, Marsch, Marsch. Ja, mit denen kann ich auch nicht so viel machen. Wir müssen jetzt hier rüber. Wir müssen den Fluss jetzt überqueren. Wir haben keine Wahl. War's schon wieder. Leben ist schön. Die ziehen sich zurück. Die Bersis werden wir jetzt gleich wieder zurückziehen müssen. Au. Das Ding muss echt weg. Gab nochmal Geld fürs Plündern, sehr gut. Jetzt können wir mit ihm da noch da hingehen. Ja, ich will erstmal die hier noch beschädigen. Dann rückst du noch dahin, schießt da drauf. Die müssen wir zurückziehen, wie wir gesagt haben. Dann gehst du dahin, schießt auch noch da drauf. Da drauf. Dann macht er die da weg. Zack. Eine Siedlung, die ich nicht plündern kann. Ach ne, da kann ich nur Einheiten wieder auffrischen. Hä? Ich kann diese Siedlung nicht plündern. Die kann ich auch nicht plündern. Warum? Verstehe ich nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt kann ich hier nochmal so einen Angriff mit so einem Transmutierer durchführen. Die Frage ist bloß, was ich hier angreifen will. Oh, das hier wäre gut. Bam. Und bam. Das Ding ist fast schon down. Es fehlt nicht mehr viel, bis ich es endgültig zerlegen kann. Dafür brauche ich bloß eine Einheit mit genügend Reichweite. Wie groß ist eure Reichweite? Oh, es muss nur ein Feld sein. Ja dann, Tschüssikowski. Nein, ich fasse es nicht. Es existiert noch. Ich könnte weinen. Oh, nee. Na komm. Oh, das Ding existiert noch. Ich dachte gerade, jetzt explodiert's. Nein. Das ist nicht fair.
Na gut. Niemand hat behauptet, dass ein Krieg fair wäre, ne? Kommen wir einfach nicht durch diese Furt durch. Die Reiter ließ. Dann mach einfach Licht. Die Jungs hier sollten sich auch mal regenerieren. Ich versuch's einfach, ob es klappt, ob sie es machen. Rundenende. Wenn sie nämlich nicht angegriffen werden, dann klappt das. Au, 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 au. Also der muss jetzt echt weg, ey. Einfach so ein... Entschuldigung, so ein Pisservieh. Und wenn der explodiert, macht er halt Schaden drumherum. Das kennen wir schon. Nein, ach komm, ey. Komm, jetzt kill das Scheißvieh. Es lebt immer noch. Es hat noch 7 Lebenspunkte. Okay, Attacke. Wie weit könnt ihr schießen? Muss 2 Felder vorkommen und die komme ich nicht so weit. Mist. Kommen wir einfach nicht rein, okay. Hier, Wolfsmutter, du kannst aber da noch hinschießen. Eine komische Stelle hier. Und kaum voran. So, ihr regeneriert es hier. Euch ziehe ich hier zurück. Ach, jetzt kann ich es plündern. Vorher ging es nicht. Weil ein Flieger drauf war, oder wie? Dasselbe gilt es für den da. Seltsam das. Ja, dann lass erstmal die Flieger jetzt hier mal loswerden, ne? Dugel geht dahin. Wir schießen den auch noch runter. Das war's auch schon wieder. Ja, mit dir können wir gerade eben wieder mal nichts machen. Du hast auch ein Level-Up, so wie das aussieht, oder? Ja, sie hat ein Level-Up und ich habe es nicht gemerkt. Was bringt nämlich das hier? Wald erwache. Weckt einen grünen Wald. Kostet 5 Mana. Zum Leben, worauf jede feindliche Einheit darin normalen Schaden erleidet. Okay, das ist ein krasser Zauber. Läutern, hebt alle Statuseffekte der Zieleinheit auf. Können noch mehr Leben geben? Nö. Läutern klingt gut. Klingt sogar sehr gut. Ja, aber jetzt kann ich sie nicht verwenden, ne? Nö. Ich hasse das. Das Ding muss jetzt einfach endlich sterben. Das ist das Schlimmste an diesem ganzen Dingens hier. Oh, die Trolle sind gebrochen. Bitte sterb nicht. Ah, die Trolle sterben. Nein, meine Trolle sind weg. Andere Trolle sind jetzt in Panik verfallen. Ah, das ist so scheiße, dass das jetzt passiert ist. Ja, die Trolle waren eigentlich ganz witzige Gesellen. Ich mochte sie eigentlich schon so ein bisschen. Ja, wir kommen ja momentan nicht durch. Das ist gerade eben ziemlicher Quatsch. Was ich machen kann, ist das da. Nein. Ja, das bricht hier natürlich schon wieder den Sturmangriff. Warte mal, wenn ich jetzt da hingehe, kann ich ihn... Ja! Ja, 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 ja! Yes! Wow, endlich. Das Ding ist weg. Okay, vielleicht ist doch nicht alles verloren. Vielleicht ist doch nicht alles verloren. Das gefährlichste Teil ist ausgeschaltet. Ihr müsst jetzt euch auch noch regenerieren. Gut. Können wir schon mal da einschießen. Wir rücken jetzt hier ins Wasser ein. Allen Nahkämpfern. Wir haben noch mal eine Menge an Geld gerade eben bekommen, by the way. Beste Sinn macht gar keinen Schaden an dem.
Wird kaum Schaden machen, ne? Nö, kaum Schaden. Die Flieger hat es halt ein bisschen getroffen, aber sonst nicht. Okay, jetzt schießt diesen Vogel da oben mal ab. Was die Jungs jetzt hier gleich brauchen, um diesen Helden zu töten. Ihr könnt doch angreifen, aber ich mach's erstmal mit dir. Warte mal, oder ich mach erstmal hier demoralisieren. Jetzt ist er immerhin mal ungeordnet. Was kannst du noch machen? Du kannst auch noch irgendwelche Vögel beschwören, ne? Das rockt's jetzt aber auch nicht so wirklich. Was kannst du hier noch machen? Besorgen, dass die leichter durchkommen. Die Einheit ausschalten. Zack. Dann sind wir schon direkt auf diesem Teiler. Was haben wir bekommen? Jetzt haben wir das Kriegsbanner erhalten. Was tut das Kriegsbanner? Jetzt haben wir nochmal so einen Kriegsbanner. Cool. Jetzt haben wir zwei Kriegsbanner. Unter diesen Umständen kriegst du auch so einen Kriegsbanner hier. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich immer sagen muss, wir brauchen jetzt vielleicht dann doch bald mal ein paar mehr Slots für unsere Items. So Leute, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüssi und ade.